Chilenische Rettungskräfte ziehen den Abenteurer Andrew Helcrow zu sich in den Helikopter. Unter ihnen das Meer, das der 54-jährige Brite auch diesmal nicht bezwingen konnte. Sein zweiter Versuch, die Welt zu umsegeln, scheiterte westlich von Kap Horn, als ein Sturm seine Yacht zerstörte. Am Samstag sendete Helcrow von seiner LC Arup ein Notfallsignal. Einen Tag später fischten ihn die Chilenen aus dem Wasser. Der Abenteurer bedankte sich bei der chilenischen Marine und teilte mit, dass es ihm gut gehe. 2006 hatte er bereits seinen ersten Weltumsegelversuch aus gesundheitlichen Gründen abbrechen müssen.